Der heilige Sebastian, Schutzpatron der Sterbenden, Helfer gegen die Pest, angebunden an einen Baum, um ihn herum die Andeutungen einer Landschaft. So stellte ihn Leonardo da Vinci dar, das war wohl um das Jahr 1480, mehr als ein halbes Jahrtausend ist das her. Es war die Anfangsphase von da Vincis Schaffen. Jetzt ist die Skizze das erste Mal in der Öffentlichkeit zu sehen, ein Auktionshaus in Paris bereitet die Versteigerung vor, Direktor Thaddée Pratt. Das ist wirklich ganz außergewöhnlich und selten, dass eine bisher unbekannte Zeichnung von Leonardo da Vinci entdeckt wird. Mir fällt da gar kein anderes Beispiel ein. Das letzte Mal ist sicher 50 Jahre her. Die Zeichnung ist sehr gut erhalten, die wichtigsten Partien sind intakt. Fast 15 Millionen Euro könnte das Kunstwerk bringen. Dafür bekommt der neue Besitzer auch die Anmerkungen und Zeichnungen des Meisters auf der Rückseite der Studie. Sie sind ein Hinweis darauf, dass die Arbeit wohl als Work in Progress zu verstehen ist. Vermutlich gehört die Zeichnung auf der Vorderseite zu einer Reihe von 8 Skizzen, die in Vorbereitung auf das eigentliche, später aber nie umgesetzte Gemälde entstanden. Kunstliebhaber müssen aber keine Angst haben, dass der heilige Sebastian in irgendeinem privaten Tresor verschwindet. Das französische Kulturministerium hat die Zeichnung zum nationalen Kulturgut erklärt. Damit kommen ausschließlich französische Museen als neue Eigentümer in Frage. Der Louvre in Paris gilt da als ein heißer Kandidat.